Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn endlich ist die Unibox Pinkbox bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in meiner Pinkbox verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pinkbox bekomme ich in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier einfach auf meinem Kanal vorzustellen. Schaut gerne in der Infobox vorbei, dort habe ich alle Informationen, wie man die Pinkbox bekommt, einfach mal verlinkt und auch die Informationen, was du tun musst, um am Gewinnspiel teilzunehmen, falls du möchtest, denn in diesem Video kannst du eine Pinkbox gewinnen. Genau, ja. Und kostet ab 13,45 pro Box, erscheint einmal monatlich, enthält in der Regel 5 bis oder 6 bis 7 Beauty-Produkte oder auch Food-Produkte und Genau, es wurde tatsächlich ein Produkt mehr hinzugefügt, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt, weil sonst hatten wir hier immer eine Zeitschrift mit dabei und ich, ja, merke gerade, die Sonne blendet sehr, aber wir kriegen das hin. Ich liebe die Sonne gerade echt so sehr. Naja, auf jeden Fall wurde ein Produkt mehr hinzugefügt, weil wir ja keine Zeitschrift mehr bekommen und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, genau. Wir haben jetzt hier das Motto California Dreaming, also wir träumen von Kalifornien. Finde ich sehr interessant. Das Ganze hat so einen sommerlichen Hauch, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ich muss auch da immer an OC California von damals denken. Also das war in meiner Jugend die Serie. Okay, finde ich ganz hübsch gemacht. Hier haben wir Kalifornien als Bundesstaat aufgeführt. Pacific Ocean, okay, also das Ganze ist dann wahrscheinlich so an das Meer angelehnt, vielleicht irgendwelche Beach-Sachen oder so. Das erste Produkt, was in der Box mit drin ist, war außerhalb der Box, weil es nicht in die Box gepasst hat. Und zwar was zu trinken, was ich sehr gut finde, weil ich Durst habe. Von Volvic grüner Tee, Erfrischungsgetränk mit Minzgeschmack, ungesüßt, also ohne Zucker, Süßstoff und Kalorien. Das ist dieses Produkt und ich glaube, das hatte ich in der Brigitte-Box auch, glaube ich, mit drin oder so. Ich habe richtig Durst drauf, also Prost. Ja, sehr lecker. Schmeckt auch so ein bisschen nach kaltem Tee, ganz einfach. Also Eistee, das trifft's. Ja, aber ich mag sowas gerne. Tatsächlich mache ich das sogar auch sehr viel, dass ich mir eigentlich Tee, der warm ist, aktuell stehen lasse und den dann kalt trinke, ne? Oder kalt sogar aufbrühe. Genau, der Deckel. Herzlichen Glückwunsch. Hier haben wir dann einmal den Blick in die Box, beziehungsweise wir sehen hier das Seidenpapier, was mit einem Seidenschleifen zusammengehalten wird, was wir einmal öffnen. Ein Klebi, den ich vorsichtig aufmache. Aber ich zerreiße jedes Mal. Ich kann es nicht haben, ey. Das Seidenpapier. Tada! Uns lächelt direkt das Heftchen an, wo drin steht, was drin ist. Das befindet sich hier. Dann haben wir hier so ein Gutscheinheftchen für Juni. Ja, wir haben jetzt Juli. Und hier sehen wir dann vom Krüffelpapier verdeckt die Produkte. Riecht soweit nach nichts. Ich bin immer sehr interessiert daran, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Dafür haben wir hier immer so eine kleine Beschreibung. Hallo Pink Lady, spürst du es schon? Die warmen und kitzelnden Sonnenstrahlen auf deiner Haut, den frischen Wind und liegt da nicht auch ein leichter Hauch Salz in der Luft? Deine Pinkbox Juni soll dich in den Golden State, Kalifornien entführen. Sonne, Meer, Surfbretter, echtes Summerfeeling eben. Du kannst nun schon einmal das Träumen beginnen, denn die Pinkbox California Dreaming hat es in sich. In dieser Edition findest du nicht nur 5 Beauty Must-Haves für deinen Traumsommer, sondern es warten zusätzlich ein Goodie plus extra Bonbon auf dich. Unter anderem überraschen wir dich mit tropisch duftendem Sonnenschutz, Haircare für eine gesunde und glänzende Sommermähne sowie unserem Highlight für die extra Portion Summer Glow. Als leckeres Bonbon erwartet dich ein leckerer Bio-Tee von Volvic. Sei gespannt, mit welcher der 4 erfrischenden Sorten wir dich überraschen. Nun wünschen wir dir ganz viel Spaß beim Entdecken und Testen deiner neuen Summer Must-Haves, dein Pinkbox-Tee. Ja, vielen Dank. Also ich habe den grünen Tee. Ich weiß nicht, was hätte es denn sonst gegeben? Das steht hier meistens in dem Heftchen drin. Denn ab und an hat man so ein paar Sachen, die variieren können. Also hier hätte man drin haben können auch noch Pfirsichgeschmack, Hibiskus-Tee und Matcha. Ich glaube, das hätte ich alles gemocht. Ja, und das ist ein Goodie gewesen. Okay. Also ich trinke mir nochmal ein Schlückchen daraus, weil ich echt Durst habe. Und dann schauen wir mal in die Box. So, das erste, was mich hier anlächelt, ist ein Anti-Persi... Nein, Pers...
Perspirant, Roll-On, Syneo Soft, Free of Alkohol, also kein Alkohol ist hier drin, das heißt, man kann das auch verwenden, kurz nachdem man sich rasiert hat, ohne dass einem die Achseln wegfackeln, Strong Protection, also starker Schutz, duftstofffrei, also parfümstofffrei, dann hast du nährende Aloe Vera mit dabei, Panthenol und Allantoin ist da auch mit dabei und ja, schaut so aus. Ich hatte von Syneo mal so ein Deo, was auch so ultra lange gehalten hat. Das war aber ein Sprayer, glaube ich. Und hier haben wir jetzt die Roll-On-Variante davon. Das finde ich aber cool. Ich verwende gerne Roll-Ons tatsächlich abends, auch nachdem ich mich rasiert habe. Und da wird sich das dann auch bei mir demnächst in der Beauty-Routine wiederfinden. Aktuell habe ich noch so einen Stick, den ich einfach verwende. Und wenn der leer ist, kommt das in Einsatz. Finde ich cool. So, was haben wir denn als nächstes? Hier haben wir dann wohl das Produkt, was das Highlight sein soll oder als Highlight. Upsala. Hier haben wir ganz viel von dem schwarzen Fusselkram hier mit dran. Von Rimmel oder Rimmel London Bronzing Palette. Das ist von Kate. Ich weiß nicht, welche Kate das sein soll. Das ist diese hier. Von Rimmel hat man, also habe ich persönlich gar nicht so viel zu Hause. Man hätte auch irgendwie was drin haben können, oder? Jedenfalls ist das hier mit, also ich habe die Bronzing Palette und das hätte auch die Highlight, Contour und Blush gegeben. Die ist nämlich hier abgebildet. Schade, die hätte ich wahrscheinlich ein Stück weit lieber gehabt. Aber gut, jetzt habe ich hier eine komplette Bronzing Palette. Wird auf jeden Fall in meinem Fullface Beauty Boxen mit getestet. So schaut die aus. Jo. Ist eine Bronzing-Palette, definitiv. Also das kann man als Bronzing-Produkt oder Bronzing-Topper nehmen. Das hat nämlich alles Schimmer mit drin. Da muss ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen, weil ich ja vom Hautton doch etwas heller unterwegs bin. Wie man hier einfach überall diese schwarzen Krümel sieht, ne? Aber gut, ja. Ist eine sehr warme Palette und das schimmert alles. Ist halt ähnlich wie der Hoola Glow, kann man alles als Topper verwenden. Wenn man natürlich ganz wild drauf ist, kann man solche Paletten auch definitiv als Lidschattenpaletten verwenden. Ne? Ja. Hätte mich aber über die Konturierpalette Kate, über diese Blush Bronzing und Highlighter-Geschichte ein bisschen mehr gefreut. Aber so. Hier habe ich jetzt drin von Haask Keratin Protein Smoothing Deep Conditioner. Okay, das sind 50 Gramm enthalten. Color Safe Formula. Das ist dieser hier. Das ist dann so eine kleine Größe von so einem Conditioner. Ich gucke jetzt parallel auch immer mal im Häppchen, ob man was anderes alternativ dabei hätte haben können. Also bei mir ist nur der abgebildet. Ich finde es ein bisschen schwierig in so einem Sachet, weil ich brauche nicht so viel. Ich brauche keine 50 Milliliter. Ich denke, bei Anwendung werde ich mir den umfüllen, weil ja, sonst ist es Verschwendung, ne? Das Ding ist dann offen und dann steht es in der Dusche und dann kommt da Kram rein und dann braucht sich das viel zu schnell auf. Ja, aber ich finde es cool. Ich mag Haask. Ich habe super, super gerne das Haaröl von denen verwendet und ich hatte auch schon Shampoo und Spülung von denen, die ich echt gut fand. Also von daher freue ich mich drüber. Die Verpackung finde ich aber ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. So, jetzt kommen wir mal zum größten Produkt hier drin. Das ist von Hawaiian Tropic Silk Hydration Protective Sun Lotion. 12 Stunden Feuchtigkeitsspendung wahrscheinlich, Hydratisierung mit Lichtschutzfaktor 15. Okay, ja, das würde ich dann wahrscheinlich einfach so als generelle Bodylotion verwenden, weil Lichtschutzfaktor 15 ist für mich persönlich einfach ein bisschen zu wenig. Ich verwende 50 oder 50 plus, meistens halt auch etwas, wo For Kids oder sowas draufsteht, weil ich sehr, sehr empfindlich bin. Ich hatte als junges Mädchen auch eine Sonnenallergie und deswegen achte ich da extrem drauf, dass ich da halt ordentlich meinen Körper schütze, wenn ich in die Sonne gehe. Mein Gesicht sowieso und mein Körper, wenn ich dann im Garten was mache oder so, definitiv auch. Aber ich hatte davon mal eine Probe und ich fand, dass das ultra gut riecht. Also eine ganz tolle Formulierung. Also ich mag den Duft. Definitiv. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Das riecht halt einfach nach Sommer. Und das mag ich echt gerne. Doch. Also da freue ich mich als Bodylotion tatsächlich sehr drüber. Ein bisschen was haben wir hier noch mit dabei. Und zwar habe ich hier, das finde ich ja cool, ich glaube, den habe ich noch gar nicht, von Essence den Prime and Studio Poreless and Skin Blurring Putty Primer. Der ist silikonfrei, der soll das Ganze smoothen, also quasi weichzeichnen und hat Squalan enthalten. Das ist ja sehr pflegend, 30 Milliliter haben wir hier. Das finde ich auch sehr cool. Also, dass man wirklich mal so einen Primer in der Beautybox mit dabei hat, ist nicht sehr häufig. Und ja,
Vor allem dann auch ein Primer, den ich noch gar nicht habe. Finde ich auch sehr geil. Das freut mich. Die leichte Grundierung mit Squalan gleicht die Haut aus und verleiht sofort einen perfekten, porenfreien und ebenmäßigen Teint. Ohne Silikone. Verschmilzt mit der Haut für ein natürlich mattes, weich gezeichnetes Ergebnis. Alleine oder unter Foundation tragbar. Wird ausgetestet und ihr werdet mit dabei sein. Das finde ich cool. Und ich mag Essence halt auch einfach als Make-up-Marke, ne? Weil die sind erschwinglich in der Drogerie zu erhalten und gleichzeitig haben die echt eine gute Qualität. So, ich würde sagen, das hier, was jetzt kommt, ist das letzte Produkt und zwar von B-Routine. Wow, ein Hanfbooster, eine Ampulle, Beauty-Stoff für deine Haut, besänftigt die Haut mit Hanfextrakt und Koffein für jeden Hauttyp. Das finde ich auch spektakulär. Einfach mal so eine Einmalampulle, ne? Aber ja, also Hanf ist dafür bekannt, dass es sowohl das Gemüt als auch die Haut beruhigt. Da gibt es jetzt ja immer mehr mit diesem CBD-Öl und so weiter, ne? Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es was wird. Ich habe tatsächlich ja auch schon die ein oder andere Ampulle getestet und bin sehr gespannt drauf, wie die sich so verhalten wird. Also mir gefällt es definitiv, ja, das einfach mal auszuprobieren, ne? Und also, ja, ja. Bin ich gespannt drauf, vor allem wegen dem Hanf, Leute. Also wir haben hier echt wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte plus das Getränk mit dabei. Also ne, da sagt die Pinkbox auf jeden Fall nichts Verkehrtes, dass die halt ein Goodie on top packen oder ein extra Produkt on top. Und dann haben die auch noch einen schönen grünen Tee mit dabei gelegt. Also finde ich total klasse. Die Produkte an sich passen auf jeden Fall zum Thema, das definitiv. Also man möchte nicht schwitzen, man möchte ein bisschen gebräunter aussehen, man möchte aber nicht von der Sonne verbrannt werden. Man möchte sich aber trotzdem so ein bisschen beruhigen und ein bisschen vor der Sonne schützen. Also es passt schon, definitiv. Und ich finde auch für 13,45, was man ja bezahlen würde, lohnt sich die Box auch. Ja, ich persönlich, ne, nur persönliche Empfindung, hätte mir einen höheren Sonnenschutz gewünscht. Und die Blush, Bronzer und Highlighter-Variante bei der Palette. Aber ne, so ist das Leben eben. Denkt auf jeden Fall dran, dass es in diesem Video eine Box zu gewinnen gibt. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, findest du unten in der Infobox. Jo, das war's. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!